So, also jetzt habe ich das heute so gemacht, wenn Strom drauf kommt, dann leuchtet gelb für, jo, alles bereit. Also das soll halt in, die rote LED bleibt eine rote LED, aber die gelbe und die grüne werden in den Taster integriert. Das heißt, die Taster leuchten dann. Und von ein paar Anlagen bei uns auf der Arbeit kenne ich das so, die Taste, die blinkt, die kann man eben für eine Aktion drücken. So, das heißt jetzt, wenn man scharf schalten will und Strom schalten will, muss man halt die grüne drücken. Die grüne wäre dann Start. So, dann ist halt geschaltet und der Drucker hat Strom und auch der Melder ist halt aktiviert. So, wenn man jetzt dann nochmal Reset oder eben Stop drückt, das wäre eben die andere Taste, die gelb beleuchtet ist, dann ist man wieder im Standby und alles ist stromlos. Der Melder ist aber, oh, jetzt sehe ich gerade, merke ich gerade, dass es ein Problem ist. Der Melder ist halt trotzdem noch aktiv, ne? Also kann auch so ausgelöst werden. Das könnte man ja dann so lösen, dass wenn wir im Standby sind, so wie jetzt, und der Drucker keinen Strom hat, eben nicht zwar der Melder aktiviert wird, aber eben nicht der Löscher. Das könnte man ja dann so machen. Dann hätte man zwar einen Ton, aber wird kein Löscher auslösen. So, wenn man dann eben im Betriebsmodus ist und dann wird Alarm ausgelöst, dann leuchtet die gelbe Taste, also Reset, eben das bedeutet, dass man nur damit weitermachen kann, weil Start geht nicht. So, und dann ist man wieder in Standby und dann muss man Start drücken.